Ja, diese Vorratsdatenspeicherung wurde, wie gerade erwähnt, vom Verfassungsgerichtshof in Österreich erst vor rund einem halben Jahr aufgehoben, nämlich mit 1. Juli 2014. Zuvor war die Regelung ja etwas mehr als 2 Jahre in Kraft und rief viel Protest hervor. Der hat letztlich auch zur Prüfung vor dem Höchstgericht geführt und die Vorratsdatenspeicherung dann beendet. Wer wann mit wem telefoniert, wer wann das Internet nutzt und auch wo ein Handy sich befindet. Bei der herkömmlichen Vorratsdatenspeicherung wurden all diese Verbindungs- und Standortdaten aufgezeichnet. Und zwar von der gesamten Bevölkerung, auf Vorrat eben. Bei begründetem Verdacht konnten die Ermittler dann auf die Daten zugreifen. Erfolgt ist das im vergangenen Jahr, also im Jahr 2013, exakt 354 Mal. Allerdings kein einziges Mal wegen Terrorismusverdachts. Meistens in 113 Fällen ging es um Diebstahl. 59 Abfragen betrafen Drogendelikte, 52 Raub. Beim Rest ging es um Betrug, gefährliche Drohung, Stalking. Der Verfassungsgerichtshof kippte die Regelung, sie sei ein gravierender Eingriff in die Grundrechte.